Malta. Beim Eintreten in die Kirche nimmt der Priester Weihwasser und segnet sich damit. Am Altar angelangt, verehrt er den Altar mit einer tiefen Verneigung oder einer Kniebeuge, falls der Tabernakel auf dem Altar das Allerheiligste enthält. Die Kniebeuge macht er bis zum Boden. Am Ende der Messe beim Verlassen des Altars macht er es ebenso. Bei den übrigen Kniebeugen berührt das Knie die erste Altarstufe. Der Zelebrant richtet den Kelch für die Messe her. Zunächst stellt er ihn auf die Evangelienseite. Daraus entnimmt er das Korporale und legt es in noch gefaltetem Zustand in die Mitte des Altars. Die Bürse wird gegen das Bord auf der Evangelienseite gelehnt. Der Rand des Korporales kommt 2 Finger breit von der Altarkante zu liegen. Dies deswegen, weil der Priester mehrere Male während der Messe die gefalteten Hände auf den Altar legt, was so aussieht. Dabei sollen die Hände das Korporale nicht berühren. Der Priester stellt den Kelch, der immer noch verhüllt ist, auf das Korporale, und zwar genügend weit nach hinten, damit er den Altar küssen kann, wenn es notwendig ist. Er öffnet das Missale auf der Seite des Introitus. Dies tut er mit beiden Händen. Immer wenn er auf der Lesungsseite umblättert, macht er es ebenso. Er faltet die Hände vor der Brust, der rechte Daumen über dem linken. Dann macht er eine Kopfverneigung zum Altarkreuz und steigt vor die Altarstufen hinunter. Dabei dreht er sich zur Lesungsseite, was generell für alle Drehungen gilt. Der Priester macht eine Kniebeuge auf die erste Stufe des Altars oder eine Verneigung, wenn das Allerheiligste nicht im Tabernakel ist. In diesem ersten erklärenden Teil wird der Priester alle Gebete mit lauter Stimme beten, damit man leichter den Zusammenhang von Gebeten und Gästen erkennen kann. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Das Kreuzzeichen wird mit der rechten Hand gemacht, während die linke Hand flach unter der Brust liegt. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum crucificat juventud te meam. Judicam et Deus edicene causa meam, de gente non sancta, abomine nico et doloso erue me. Quia tu es, Deus fortitudo mea, quare me repulsi, et quare retrisit in shadowum malficitim inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsam et eluxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eum crucificat juventud te meam. Confitebo tibi in citara Deus, Deus meus, quare tristites anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo conima du confitebo relis, regutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum crucificat juventud te meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Für das Confiteor verbeugt der Priester sich tief. Bei jedem Mea Culpa schlägt er an die Brust. Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Er richtet sich erst wieder auf, wenn die Ministranten das Miseriatur gebetet haben. Amen. Confiteor Domini Potenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Celi Arcangelo, Beate Ne Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Ibi Pater, Quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Celi Arcangelum, Beatione Battistam,
Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et pater, orare pro me ad dominum Deum nostrum. Miserere tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Nach dem Gebet Indulgentiam verneigt der Priester sich leicht, während er die letzten Verse des Stufengebetes betet. Deus tu conversus vivificabis nos, et presto et habitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Beim Oremus breitet der Priester die Hände aus und faltet sie dann gleich wieder. Dabei achtet er darauf, dass die Handflächen einander gegenüber sind und nicht über die Schultern hinausreichen. Oremus. Der Priester steigt mit gefalteten Händen zum Altar herauf und betet mit leiser Stimme das Gebet Auf Anobis. Dieses Gebet soll beendet sein, wenn er direkt vor dem Altar ankommt. Beim Oramus Dei verneigt sich der Priester und legt die gefalteten Hände auf den Altar. Bei den Worten Quorum reliquiae hic sunt küsst er den Altar, während die Hände flach auf dem Altar liegen. Er betet das Gebet zu Ende, während er zum Messbuch geht. Schauen wir uns diese Bewegung genauer an. Der Priester legt die geschlossenen Hände auf den Altar, wobei seine Finger nicht das Korporale berühren. Dann legt er die Hände flach links und rechts neben das Korporale, wobei die Handgelenke auf dem Rand des Altars liegen. Dann beugt er sich, um den Altar zu küssen. Beim Wiederaufrichten faltet er die Hände und geht zum Missale, während er das Gebet Oramus Te zu Ende betet. Schauen wir uns das noch ein letztes Mal an. Oramus Te, Domine, per merita sanctorum tuorum, quorum reliquiae ixum. Et omnium sanctorum, et indulgere digneris omnia peccata mea. Amen.